Hallo zusammen und willkommen zu unserem Lernfilm über die Folter. Ich und mein geschätzter Kollege Dominik fangen wir einmal an mit der ersten. Und zwar das öffentliche Zersägen. Das öffentliche Zersägen war sehr grausam, wie ihr gerade seht. Und es war im 18. Jahrhundert in Persien. Persien ist heute eigentlich Iran. Dann kommen wir schon zur zweiten Folter. Das Hängen, wobei die Gelenke des Arms ausgerenkt wurden. Und jetzt kommen wir schon zur dritten. Und das kann Dominik euch gerade erklären. Das ist die Daumenschraube. Sie wurde 1769 verwendet. Man hat eigentlich die Daumen verquetscht. Und immer fester und fester. Und dann kommen wir zum vierten. Jetzt haben wir noch zwei Foltermethoden zum Zeigen. Die erste das Auseinanderziehen eines Körpers. Die zweite ist das Hängen. Jetzt erkläre ich es euch noch kurz. Also beim Hängen bekommt man halt keine Luft mehr, weil eigentlich das Seil war ja so fest angebunden, dass und dein ganzes Gewicht war einer von deinem Hals abhängig. Und so, wie ich schon gesagt habe, wurde man eigentlich erwürgt. Bei der ersten, das war das Auseinanderziehen eines Körpers. Da rissen halt alle Pferde irgendwie Füße oder Arme von dieser Person ab. Ja, diese beiden Methoden waren grausam. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr etwas von mir dabei lernen. Tschüss!